Ja, hallo erstmal, ne? Hier bin ich wieder, euer Busfahrer Charlie, ne? So, hab mal kurz mal einen Zwischenstopp eingelegt, ne? Man muss auch mal schauen, mal wohin und dann mal was essen und das alles. Jetzt geht's von hier aus gleich weiter. Wir befinden uns in Hannover, losgefahren von Hamburg. Fahren gleich weiter nach Paderborn. Ja, ruft mal morgen weiter. Und mal gucken. Tja, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, gerne. Tickets, ja. Ja, sieht gut aus. Kasse mitfahren. Tja. Was heißt jetzt ciao? Das heißt hallo erstmal. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Sieht so aus, dass du hier richtig bist. Dankeschön. Mein Glühstrumpf. Mahlzeit, bitte sehr. Gerne Vielen doch. Dank. Herzlich willkommen an Bord. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Bist du, Ciao. ja. Ciao, Bella. So, Tür zu. Sag mal, Leute, was im Bäuchchen nicht in Ordnung? Könnt ihr nicht einfach mal die Toilette mal richtig wieder sauber machen, ey? Oh. Ich hab's eben schon mal gesagt und ich sag's gerne nochmal immer und immer wieder. Hinsetzen, Mensch! Hier sind noch Frauen an Bord. Also wie ihr hier auf die Toilette geht, du, oh, das begreife ich nicht. Aber weißt du, Bekloppte gibt's auch hier überall. Echt schlimm. Echt schlimm. Sowas für euch nehme ich denn nicht nochmal mit in meinem Bus. Mein armer Bus! Mach bloß die Tür zu, das stinkt ja jetzt schon. Meilenweit. So, gibt's hier noch irgendwo was zu essen? Ich hab Hunger. Was gibt's hier eigentlich? Kennt das hier jemand von euch? Ich kenne das auf jeden Fall nicht. Ich war zwar schon ab und an mal in Hannover, aber das sagt mir gerade auch nichts. Ne? Wenn ihr mich schon immer fragt, wie was aussieht, kann ich euch leider auch nicht beantworten. Ich kann ja sogar noch nicht mal durchgehen. Kann nur hier zur Seite laufen, aber da richtig hingehen kann ich leider auch nicht. Naja, egal. Und gucken wir mal nochmal nach, ob wir hier einen Dönerladen mal finden. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ne? Wann habe ich eigentlich Abfahrt? Boah, paar Minuten. Wo ist mein nächster Dönerladen? Ich habe Hunger auf den Döner. Oh, ich muss zurück zum Bus. Leider. Tut mir leid, Freunde. Ein andermal dann gerne. Irgendwo muss ich doch mal irgendjemand noch mal einen Dönerladen noch mal haben, ey. Ich will einen Döner haben. Ich will Döner! Hey, Alter, ich will Döner. Hey, was ist denn für ein Döner? 6,50 oder was? Hat da jetzt Döner? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's, euer Busfahrer Charlie. Ich fahre euch jetzt weiter nach Paderborn. Was haltet ihr davon? Wieso ist eigentlich das Licht an? Welche Quatschköpfe von euch hat das hier das Licht angemacht? Wir brauchen hier drin kein Licht. Lass das Licht aus. So. Die Hupe muss an. Richtig, das muss alles an sein. Das muss an sein. Das muss an sein. Ey, bloß zu, das ist ja hinten Richtung Klo. Warte mal, wir müssen ja nur drei stellen. Ah, das können wir gleich den Motor nicht an. So, dann machen wir hier vorne auch schon mal dicht. Kommt noch jemand? Ist noch jemand? Ich habe das auch schon mal erlebt, neulich. Aber da bin ich ja nur testweise gefahren, ohne Aufnahme. Wie blöd, leider. Weil auf einmal kamen noch ein paar Fahrgäste mehr. Obwohl ich ja alle eingecheckt habe, ne? Ich kann ja noch mal gucken. Ja, gecheckt habe ich, aber auf einmal kamen dann noch welche dazu. Die muss ich dann auch einchecken. Auch noch voll merkwürdig, das Ganze. Von daher ist es einfach so, wie es ist. Und wir starten jetzt und fahren jetzt weiter. Okay. Es geht weiter! Von Hannover nach Paderborn. So. Das geht los. So, auf geht's. Wir fahren los. Bevor Charlie, lass bloß die Ampel da vorne stehen. Hast du verstanden? Also echt. Ey, das ist ja wieder mein Freund, der Fahrgast, der mitgefahren ist. Der ist aber schon weit gekommen. Wo schon sagen wir, dass er weiterhin läuft, ist er gleich drüben. In dem Tempo, Alter. Kollege, dann wirst du auch rübergehen dürfen, wenn du grün hast. Es sei denn, du erkennst das mal wieder nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es leider auch nicht sagen. Doch, hat es grün. Ja,
Dann hast du jetzt Pech gehabt. Tschüss. Hab mich gefreut, dich zu befördern. Dich zu So, dann wollen wir mal loshalten. Grüße deine Freundin. So, lass die Ampel da stehen. Gut, lass wir da stehen. Ein andermal dann wieder. Du Ampel-Rauli. Wie viel Ampel nimmst du eigentlich überhaupt noch mit? Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Wieso Rallye? Ist ja alles halb so schlimm. So, 185 Kilometer noch bis nach Paderborn. Komm, stehe ich hier an der Ampel und muss hier wieder singen, bis ich endlich mal werde wieder grün. Ey, komm, ich hypnotisiere dich jetzt mal. Wer grün? Wer ist jetzt grün? 3, 2, 1, immer noch nicht. Oh, nee, dann eben nicht. Ich komm gleich mal raus und hau mal dagegen. Was hältst du mal davon? Hallihallo. Oh, jetzt ist grün. Kann ich fahren. Jubi. Kann ich mal losfahren hier. So. Wir müssen gerade ausfahren. Oh, ich seh nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Jubi, ich sehe wieder was. Oh, ich muss hier vorne links. Links. Oh, schon wieder rot. Ah. Wisst ihr was? Ihr seid überhaupt nicht nett. Ihr seid einfach nicht nett. Jedes Mal, wenn ich hier bin, ist immer rot. Warum? Kann sich auch einfach mal grün bleiben? Meine lieben Freunde. Ne? Hallihallo. So. So. So, jetzt geht's da vorne wieder Rex. Oh, ich krieg ja schon wieder rot. Ey, das ist doch langsam hier nicht mehr zum Aushalten mit euch. Ihr seid doch sowas vom verhext hier, echt. Also echt, ich mag euch nicht mehr. War das schon grün? Habe ich jetzt echt eine Ampel verpennt? Mach nix. Da habe ich gerade mal kurz gepennt. Ole, 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 ole. Du bist grün, endlich, ich kann rumfahren. Juppi! Das nächste Mal hole ich die Ampel gleich um, dann habe ich gleich wieder grün. Aber das darf ich ja nicht. Oh, jetzt ist auch noch hier wieder rot. Oh, das ist ja... So, nur ist aber grün. Nur ist aber grün. Lass grün, alter Freund. Lass grün. So, können wir auch noch mal vorwärts fahren, sonst komme ich ja nie an, wo ich hin will. Komme ich ja nur auf Verspätung. Ich weiß, ich bin ja jetzt immer noch zu früh. Warte mal. Ah ja, egal. Vorspringen kann ich eher nichts mehr. Ah, egal. Schießt auf ein andermal dann wieder. Entschuldigung. Jetzt geht's los. Wir dürfen ja nur 60 fahren, Kollege. Ah, 60 fahren. Mann, da kriege ich ja gleich über die Landstraße. Soll ich noch einschlafen oder was ist? Mann. Das soll wohl nicht wahr sein. Was kostet, wozu das Gaspedal da ist? Zum Durchdrehen und Durchdonnern. Ja, gut. Ist ja gut. Wir fahren ja hier keine Formel 1 oder was. Schade eigentlich. Glaube, ich sollte mal mit meinem Formel 1 Wagen mal hier durchdonnern. Nein? Nicht? Warum denn nicht?
Das wird mir Spaß bringen, ey. Aber wenn wir Sex da, was glaubst du denn? Ah, wir müssen schon wieder rechts abbiegen. Ich sehe das jetzt schon wieder kommt. Das kommt. Ja, da kommt wieder so, wie es kommen muss. Wie gehabt, nee, Ampel auf Rot. Irgendjemand gönnt mir das hier heute mal wieder nicht. Mein lieber Herr Gesangsverein von Ampelmännchen, wenn du das jetzt nochmal machst, Alter, ich kürze dir dein Gehalt. Also echt. Du bekommst jetzt kein Taschengeld mehr von mir, das kann ich dir gleich sagen. Sollen wir die Ampel mal mitnehmen? Oder sollen wir die einfach stehen lassen? Sollen wir mal den Bus auf die Seite kippen? Oder sollen wir einfach einen Bus weiterfahren? Na egal. Irgendwas werden wir schon gleich wieder mal anstellen. Ich habe irgendwie mal voll Bock hier wieder Scheiße zu machen, ey. Ich weiß auch nicht. So, erstmal rechts abbiegen hier. Pass auf, da stehen noch Fahrzeuge. Ja, passt, locker. Locker flockig. Können wir jetzt eigentlich mal ein bisschen Gas geben hier? Ich will hier nur noch unterwegs sein, nicht einschlafen. Ich will ja nicht überwintern. Also echt. So, jetzt können wir eigentlich mal wieder Gas geben. Wir können auch eigentlich mal wieder 100 fahren. Das fahren wir hier, glaube ich, über Landstraße, so wie es aussieht, statt über Autobahn. Naja, egal, da fahren wir jetzt hier ein bisschen Landstraße. Solange es ja noch nicht dunkel ist, geht's ja noch. Auf, ab geht's nach Paderborn. Über Landstraße heute. Das heißt, wir können ja nirgendwo anhalten und mal keine Pause und nichts machen. Das heißt, wir werden jetzt gleich so durchdonnern. Tanken ist auch nicht. Ja, Tank ist eh noch voll. Komisch, ich finde, ich bin schon sehr viel gefahren. Aber hab bisher noch nicht einmal richtig tanken müssen, nur einmal ganz kurz mal zu Demonstrationszwecken, um sich das mal anzugucken, ohne Aufnahme, ist ja klar, einfach mal so. Und hab jetzt hier noch nicht viel verbraucht, das ist echt komisch. Hab gedacht, ein Bus verbraucht auch sehr viel am Tag, wenn man noch irgendwie am Rumheizen ist. Aber nun ja, wie das nun mal so ist, wie das ist. Ja, dann fahre ich mal wieder ein bisschen zu schnell. Warte mal, dann nehmen wir mal ein bisschen Tempo raus und das ist gut. Von mir kommen wir auch hier 60 fahren oder was. Mir doch egal. Von mir so langsam wie Träger. Fahren wir hier gleich mit dem Träger hier lang, Alter. Landwirtschaftssimulation, Alter. Fahren wir hier gleich mal mit dem Träger durch die Gegend. Mir auch egal. Kriegen wir hier auch noch fertig. Obwohl, hier darf man nur erstmal 80. Ist mir auch alles Banane, ey. Was für ein Seegang ist das? Ja, das ist die neue deutsche Welle jetzt hier. Wäre das schon schlecht? Vor euch sind ja noch Tüten, die könnt ihr gerne benutzen, könnt ihr auch gerne mitnehmen. Dann müssen wir hier noch durch so ein Dorf durch. Oh, bin ja auch noch nicht so richtig gefahren. Das ist hier nicht die Formel 1. Nicht? Warum nicht? Steht da drauf. Oh Leute, wisst ihr was? Ihr seid langweilig. Ich weiß nicht, mit den anderen Fahrgästen war das viel lustiger als hier bei euch. Ihr langweilt mich ja schon, das schlafe ich ja gleich ein. Mann, da fahre ich gleich 30. Ne, ein Träger mit 25 plus Hänger. Da ist wieder so ein Streukasten da, für den Winterdienst. Da kommt noch so einer. Alter. Warum kann man hier nicht einfach Autobahn fahren? Na, mir egal, wir können auch gerne nur 60, 70 fahren, ist mir egal. Wir können auch gerne aber auch einschlafen. Aber wenn ihr euch gleich wieder beschwert, dass ich zu langsam fahre, ne, dann ist es allein nicht mehr mein Problem. Ihr wollt es so, dann solltet ihr es auch so gerne bekommen.
Aber wenn wir zu spät sind, auch das ist dann nicht mehr mein Problem. Ja, ja, ist ja gut. Wir feiern schon lieber ein bisschen schneller. Sonst schlafe ich gleich wirklich hier vorne rein. Ich muss auch schon gehen. Dann. So. Oder wollen wir unterwegs ein paar Blumen pflücken? Oder wie sieht's aus? Können wir heute auch mal fertig werden hier? Oh, das darf ich wieder nur 80 fahren. Ihr seid echt hier langsam echt bekloppt. Geht's auch etwas langsamer? Nein, geht es nicht. Meine Bremsen sind kaputt, tut mir leid. Nein, sind sie nicht. Funktionieren noch. Ich habe ja schon langsamer gemacht. So, so gleich, dass ihr unterwegs noch die Blätter ziehen wollt am Baum. Kein Problem, wir können auch gerne hier im Zeitlupe längs fahren oder so. Und meine Grafik spinnt auch schon wieder. Da fehlt wieder den Teil der Strecke auf einmal. Was ist das denn? Ja, da ist ich auch wieder an der Verfahren. Hatte ich an einen Unfall gebaut. Bumm, ich weiß aber nicht. Ach ja. Fahren wir gleich 70 oder so und dann ist auch gut. Irgendwas knackt hier in der Leitung. Meine armen Ohren müssen das aushalten. Das knackt mir zu doll auf den Ohren. Oder 2 Kilometer noch. Bin müde. 101, ein Kilometer noch. 101. Da war ja mal was. Das erinnert mich an irgendwas. Was auch immer. Oh, jetzt geht's jetzt mal bergab, Alter. Juhu! Achterbahn! Juhu! Können wir dann mal schneller runterfahren? Achterbahn! Juhu! Genial. So, hier machen wir mal das Tempo. Mach raus und bremst erstmal ein bisschen ab hier. Nicht, dass der Bus uns gleich hier noch von der Straße runterfällt. Oh, ich sehe schon. Wir haben schon wieder eine rote Ampel. Oh. Ey, zum Glück fahre ich hier langsam runter und nicht so schnell. Da wäre ich noch volles Rohr bei Rot rüber gebrettert. Aber auch das wäre mir dann shitty goal. Was die anderen dürfen, darf ich dann auch. So, grün, auf geht's. So, jetzt gib mal Gas da vorne mal mit einer Turbodose, da sonst schäme ich die gleich mal an da von hinten. Alter, kann ja wohl nicht angehen. Erst sich hier vorträngeln, ne? Und dann noch nicht mal Gas geben, oder was? Was bist du denn da vorne für ein Langweiler? Oh, jetzt geht's wieder bergab. So, Tempomat rein, mir ist auch egal. Fahren wir langsam wie so ein Bauer hier durch die Gegend. Können wir wenigstens auch ein bisschen was sehen von der Landschaft heute. Oh, das habe ich nicht geblinkt, aber auch egal. Der Blinker ist heute ausgefallen. Der Blinker schläft schon. Ist auch müde. ...77 Kilometer noch. Seht ihr selber da unten wieder auf mein Navi. Unten Rex. Überholverbot und 80. Hui!
Oh geil, hier ist auch so viel Gebüsch auf der Straße. Was ist hier los? Ey geil, hier ist noch ein ganzer Busch, Alter. Was ist das denn? Das muss ich mir mal genau angucken jetzt hier, ey. Da muss der Busfahrer schon erstmal auch wieder aufsteigen. Alter, was ist das denn hier? Was ist das denn? Ein ganzer Busch ist hier, Alter. Soll ich jetzt durch den Busch fahren oder was? Ja, mein armer Bus da vorne geht auch noch kaputt. Also echt, hier sind noch so viel Gebüsch auf der Landschaft. Da kommt ein Auto. Fährt auch einfach so da durch. Ja. Also echt. Was haben die denn hier gemacht? Seid ihr bekloppt oder was? Steigen wir wieder ein. Tag. Ja, wenn es so ist, dann fahren wir jetzt auch einfach da durch. Mir egal. Durch den... Vorsicht, Busch, Leute! Alle gut fest, da kommt ein bisschen Gebüsch. Keine Tür. Da haben die Leute mal ein bisschen wieder rumgeschlampert hier. Wenn das so ist, wie das ist, ne? Seit wann wachsen die Büsse auf der Straße? Das ist immer was ganz Neues. So, jetzt können wir wieder 100 fahren, das können wir eigentlich mal wieder ein bisschen Gas geben, aber bloß nicht allzu schnell, sonst wird ja gleich wieder schlecht. Gut, dann lassen wir das so, dann fahren wir heute nur 80. Soll mir auch egal sein. Sehen wir mal heute später da. Langsam wird es dunkel, irgendwie wird diesig, obwohl ich habe Sonnenschein eingestellt, aber na gut, vielleicht ist es Regen, ich weiß es nicht. Ich weiß heute gar nichts mehr. Hallo meine lieben Fahrgäste, seid ihr überhaupt noch da? Meine hört davon ja gar nichts mehr. Seid ihr eingeschlafen? Sollen wir mal wieder ein bisschen aus dem Schlaf rütteln oder was? Kann ich auch, kein Problem. Lalalalalala. Busfahrer Charlie wird müde. Und das am helligen Tag, du. Oh, warte mal. Ah, voll über Rot, voll über Rot. Also echt. Ja, dann ist mir das Ganze jetzt auch scheißegal, der fahr jetzt einfach. Ah, ich hätte auch noch abbiegen müssen, was ist das denn? Schon wieder Fahrfehler von mir, Alter. Das hätte ich auch noch abbiegen müssen. Das darf man auch nicht machen! Busfahrer Charlie macht heute nur wieder Mist, Alter. Echt, der macht heute nur wieder Mist. Ja, wir nehmen erstmal die Ampel wieder mit. Ist ja wohl klar. Erstmal mal die Ampel mitnehmen. Als Revanche. Dafür, dass ich die Ampel nicht durchlassen wollte, hauen wir mal die Ampel wieder erstmal auf die Seite. Wie sie das gehört! Der Ampelfahrer hier, ey. Jetzt bin ich aber richtig stark sauer. Scheiß Navi, hätten wir auch früher mal zeigen sollen, dass ich abbiegen muss. Mann, du bist echt ein beklopptes Navi geworden. Nee. Egal was hier passiert, egal was auch ist. Busfahrer Charlie hat auch nie Schuld. Wisst ihr, Leute, wie es ist, ne?
solltet ihr das Video liken, es ist gut. Wenn es auch nicht liken, ist auch nicht so schlimm. Guckt euch das an. Viel Spaß. Ui, da ist mein Schild mit. Jetzt hab ich meinen Kaffee verschüttet. Macht nix! Du sollst eh nicht so viel Kaffee trinken, ist ungesund. Trink mal lieber Tee. Ne? Mal lieber Scholli nochmal. Ja, hier, das bin ich anwesend. Also irgendwas läuft hier heute verkehrt. Busfahrer Charlie ist heute überhaupt nicht gut drauf. Wenn es so weitergeht, kriege ich einen auf schlechte Laune. Nee. Überholverbot. Ich sehe das schon kommen. Ey, Charlie kriegt eine richtig schlechte Laune, Alter. 26 Kilometer noch und wir sind gleich da. Was haltet ihr davon? Sind wir wieder viel zu früh? 2 Stunden zu früh! Wisst ihr, wie egal wie das ist? Willkommen in Paderborn, Leute. Wir steigen gleich alle mal aus. Wünsche euch noch eine schöne Weiterreise. Empfehlt mich mal gerne mal weiter. Vielleicht sehen wir uns auf der einen oder anderen Tour nochmal von irgendwo anders hin oder was, keine Ahnung. Erstmal voll abbremsen hier. Ne, wir wollen keine 70 fahren. Geradeaus 50, war ja klar. Blitzer! Da steht ein Blitzer! Der hätte ich mal oben umfahren sollen. Nicht? Naja, gut. Ein Versuch war es ja schon mal wert, anzufragen. So, 9 Kilometer noch bis zum Haltepunkt. Das heißt, auch hier bin ich gleich wieder viel zu früh. Eine Stunde zu früh. Wann kommt der nächste Rastplatz? Gar nicht! Wollt ihr, steigt gleich aus. Das ist ja sowas von klar, sowas von logisch. War ja klar, dass sie gleich wieder anfangen zu nerven. Aber wir sind in der Landstraße gefahren, nicht Autobahn. Bei der Autobahn habe ich längst noch mal eine Pause gemacht. So habe ich jetzt in 1 durch aufgenommen. Zum Teil. Mit Unterbrechung teilt. Ansonsten ist mir das auch shitty goal heute. So, auf geht's. Endlich mal wieder grün. Endlich mal Pause. Gar nicht, Mann. Steigst du eh gleich aus. Also hört auf zu nerven, Freunde der Sonne hier. Charlie ist schon sehr genervt von euch heute. Ihr seid heute überhaupt nicht gut drauf. Ihr macht heute keine gute Laune. Ihr seid heute alle richtig Mist. Ich beschwere mich da jetzt heute nochmal. Oh, lass mich raten. Rote Ampel. Klar, was sonst? Gern mal eine Zigarette rauchen. Nein, hier drin ist Rauchverbot. Also solltest du schon mal damit anfangen, überhaupt nichts mehr zu rauchen. Weißt du, wie schädlich das ist? Solltest du eigentlich mal wissen. Wenn nicht, dann erzähle ich dir das. Eines Tages bekommst du so einen Husten, so einen Hustkrampfanfall, dass du keine Luft mehr kriegst. Und dann wirst du so aus dermaßen daran so ersticken, dass du eigentlich den Löffel abgibst, Alter. Ich mag die Raucher eh nicht. Ich mag keine Raucher. Ekelhaft, ekelerregend. Boschare Schalli mag das überhaupt nicht. Kostet zu viel Geld. Und für das Geld kann man sich lieber was anderes kaufen. Mal was Anständiges hier. So, lass die Ampel da mal stehen. Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Nein, sollten wir es nicht, wir sind nämlich da. Tschüss, Freunde! Ihr dürft gerne aussteigen. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Kaum zu glauben, aber wahr. Also, ihr dürft jetzt gerne mal den Bus gleich verlassen.
Achso, jetzt habe ich eine Ansage noch gar nicht mal angemacht hier. Fällt mir gerade mal auf, aber auch das ist mir sowas von egal. Die Leute wissen ja, was auf sie zukommt, dass sie sich anstellen müssen. Schade, nur leider kam jetzt keine Kontrolle. Ne? Freut mich, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich hoffe, wir hatten trotzdem eine angenehme Fahrt soweit. Erstmal wieder auf neutral stellen. Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Wieso wollt ihr unbedingt eine Pause machen? Wir stehen doch jetzt. Ihr dürft gerne mal aufsteigen. Warte mal. So. Tschüss und auf Wiedersehen. War ich cool mit euch. Guck mal, ich bin schon wieder vor euch draußen aus dem Bus. So, nehmt euer Gepäck mit. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht deine Pause doch alleine hier, ey. So. Tschüss, ich verabschiede mich dann auch schon mal. Mach den Bus auch schnell wieder zu hier. Sonst wird's kalt in dem Bus. Irgendwie ist meine Maus kaputt gegangen. Scheiße. Heute geht nichts mehr. Toll, meine Maus ist kaputt. Meine Maus ist kaputt. Meine Maus ist kaputt. Wollten wir nicht auch eine Pause machen? Wer sammelt denn dann noch? Ist doch keiner mehr drin. Muss ich das ja auch noch anders machen. So, warte mal. So, dann gehen wir jetzt wieder raus. Achso, erstmal auf Dings. So, ich sagte tschüss und auf Wiedersehen. Was ist jetzt los? Jetzt geht ja gar nichts mehr zu. Dann ist das jetzt auch egal. Gut, hiermit sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald und sayonara, auf Wiedersehen. Bis dann, tschüssi. Mach's gut. Euer Busfahrer Charlie. Schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Bis bald!